aber Elements Destiny Origins. Erwartest du von uns, dass wir es einfach vertrauen? Von einer Göttin war es eben noch nie die Rede. Erika, das ist doch nicht ganz richtig. Erinnert sich an die Steintafel, die wir herausfanden, dass den Portal zum Tempel Schöpfung öffnen können? Ja, ich weiß auch nicht mehr den genauen Wortlaut. Wenn ich mich recht entsinne, stand dort etwas von einer Göttin der Elemente. Du hast recht, Lia. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, nach der Zeit. Ihr wisst also bereits über die besagten Portale Bescheid. Kennt ihr ebenso die Ereignisse, die sich vor 17 Jahren abspielten? Wir wissen alles. Wir wissen, dass es in Trüten ein Portal gibt, welches zum Tempel der Schöpfung führt. Ebenso wissen wir, dass es wohl auch in Schatt ein Portal gibt, welches allerdings direkt zur Unterwelt führt. Natürlich wissen wir auch, dass dieser Dämon vor 17 Jahren vorhatte. Das Einzige, was wir nicht wissen, ob wir dir wirklich vertrauen können. Ihr müsst mir glauben. Ich bin eine Schöpfung der Elementargötter und wurde von ihr persönlich gesandt, um diejenigen zu treffen, die sich mit den Elementargöttern verbunden haben. Wie sonst hätte ich sämtliche Elemente verwenden können. Also ich glaube ihm. Ich bewundere dich wirklich sehr, Erika. Du entscheidest erst dann, wenn du dir ganz sicher bist, dass es funktionieren wird. Ich möchte auch wirklich sehr ungern reinreden, aber manchmal ist Misstrauen wirklich unangebracht. Misstrauen allgemein ist nicht verkehrt, kann man sagen, aber zu viel Misstrauen ist auch scheiße. Nun also, verstehe mich bitte nicht falsch. Ich finde es gut, dass du misstrauisch bist und nicht voll alles glaubst, was man dir sagt. Aber ich glaube, jetzt gerade bleibt uns nichts anderes übrig, jetzt zu vertrauen. Ich möchte eben so schnell wie es geht Nemesis finden und damit es alles ein Ende hat. Wir können dieses Mal wirklich weiterkommen. Bitte, Erika. Bitte, was? Ich weiß es selbst ja nicht so genau. Aber ich glaube wirklich, dass uns auf unserer Seite nichts Böses im Schilde führt. Du musst gerade sagen, wenn ich mich recht entsinne, was so erst die einem fünf Blödsinn im Metall, wenn ich nicht glauben wollte. Ich finde, Erika hat recht. Wir haben keine Wahl, uns unser Vertrauen zu schenken. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er verschiedene Elementarkräfte einsetzte. Ja. Soll er wirklich ein Gesandter der Elementargöttin sein? Das ist die einzige Erklärung dafür, warum er es eigentlich alles konnte. Also gut, ihr habt recht. Was, wie? Haben Sie? Ich meine, natürlich, haben Sie. Manchmal ist man dann wirklich total neben der Spur. Ich danke dir. Ist schon gut. Ich hab dir zu danken, Rika. Grins. Nun denn, du hast es selbst gehört. Du wurdest also von der Göttin der Elemente erschaffen, um zu suchen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Jetzt soll ich alle meucheln. Falsch. Und ja, genau so ist es. Die Göttin ist nicht dazu in der Lage, ihre heiligen Gefilden zu verlassen, sodass sie mich als menschliches Ebenbild schuf und mit dem finalen Teil ihrer Kraft ausgestattet, damit ihr euch in ihrer Suche beginnen kann. Auch gab es mir ein Schild, damit ich euch wirklich als Elementarträger identifizieren kann. Warum gab es euch nicht irgendwie so eine Sichtbrille, dass ich sagen konnte, ah, guck mal, da ist Elementargeist. Ist irgendwie einfacher. Weiß die Göttin, was in der Zeit geschah? Ja, und sie ist sehr besorgt darüber. Dieser Dämon, sein Aura ist wieder aufgetaucht. Sie befürchtet, dass er das gleiche vorhat wie bereits vor 17 Jahren. Als ihr vor kurzem der Schöpfungskristall gegenüber standet und die vier Elementargeister bereits zurück in den Ursprung geschickt wurden, da haben sich die Elementargeister sowie die Elementargöttin genau gesehen, was sie abspielte. Nicht dieser vermeintliche Dämon, sondern derjenige, der mit dem Elementargeist der Dunkelheit verbündete, war der wahre Böse. Zwar können die Dämonen die Fähigkeit der Dunkelheit schon von Natur aus verwenden, jedoch wäre auch jener dazu in der Lage, sich mit dem Targeist der Dunkelheit zu verbinden, da Dämonen auch menschliche Züge sich vereinen. Keine Ahnung. Bläh. Das Ganze war also eine gewaltige Intrige. Und die ist leider aufgegangen. Nun? Wir finden uns also auf denselben Wissensstand wie der letzten Geschehnisse. Da frage ich mich bloß nur eines. Wie seid ihr mit Targetin hier schaffen? Das Ganze muss einen Grund haben. Gibt es einen Plan, wie wir vorgehen können? Den gibt es. Ihr erinnert euch an das, was in der Steintafel zu den Portalen zum Schatz stand? Nun, wenn ich mich recht entsinne, dann kann das Portal mitten durch die Macht der 8 Elementare geöffnet werden. Das Portal in Schatz jedoch kann vom bloßen Wesen der unteren Welt aus der Dämon geöffnet werden. Und dort stand etwas über die Elementargöttin. Allerdings erinnere ich mich nicht mehr genau daran, was es war.
Das ist vollkommen richtig. Die Portale lassen sich, wie du beschrieben hast, auch öffnen. Doch die beiden gibt es eine weitere Möglichkeit. Die da wäre? Die Göttin Denaso ist höchstpersönlich. Höchstpersönlich ist ebenfalls dazu in der Lage, Portale zu diesen beiden mysteriösen Reichen zu öffnen. Klingt ja klasse. Warum gehen wir nicht zurück nach Stadt und lassen uns vom Portal öffnen und können wir uns einfach mal hintertreten? So einfach ist es leider nicht. Hm? Es stimmt. Für unsere Göttin ist es ein leichtes, sie beim Portal zu öffnen. Sollte ein Portal jedoch auf eine Weise geöffnet werden, so könnt ihr es nicht betreten, ohne vorher die Aura in sich aufgenommen zu haben. Dann frage ich mich so ganz spontan, warum konnten wir dann in den Tempel der Schöpfung reingehen, Sui? Die Aura? Was für eine Aura? Die Aura unserer Göttin. Ohne sie könnt ihr die Portale, die von Denaso selbst geöffnet werden, nicht betreten. Obwohl, ja, okay. Frage zurück. Genial. Und wie soll das nun helfen? So kommen wir zu, warum ich erschaffen wurde. Die Göttin schuf mich und sandte mich aus, damit ich euch zum heiligen Gefilden begleiten kann. Ihr müsst uns den Weg zum Heiligtum der Elementargöttin machen, damit ihr die auch aufnehmen könnt. Im Ernst? Unglaublich. Das Heiligtum der Elementargöttin? Wo findet sich das Heiligtum? Wir werden sie schnell auf den Weg machen. Zum Heiligtum kommen wir zu einem Ort, der sich Drachenfels nennt. Das ist der höchste Berg der Welt. Gut, dann lass uns das gleich aufbrechen damit. Halt, bitte warte. Gibt es noch etwas, was wir wissen sollten? Zurzeit ist es unmöglich, uns auf dem Drachenfels zu erklimmen. Was ist der Grund dafür? Bitte lass mich jetzt nicht eine andere Frage stellen. Von wem seid ihr eben davongelaufen? Offensichtlich wohl einer der Kopfgeldjäger. Also tatsächlich. Das ist ein ziemliches Problem. Du weißt Näheres darüber? Am Fuß des Drachenfels eine Stadt namens Draco. Dort angekommen, bemerkte ich, dass die Leute ziemlich in Aufruhr waren. Irgendetwas war passiert. Ein Sackreis ist umgefallen. Ein ganzer Schall von Dämonen soll sich auf den Weg gemacht haben, die mit den Schützpunkten des Drakos angegriffen. Es geschah völlig unerwartet und einige mussten ihr Leben für den Kampf lassen. Das ist normal in Schlachten. Dieser Dämon Nemesis. Vor 17 Jahren hat er sich in der östlichen Region einen Namen gemacht. Die Menschen waren völlig verängstigt und nun, was als nur der neunte Name fiel. Furchtbar. Seltsam. Sind seine Verletzungen schon vom Kampf völlig verheilt? Nun, wie ich hörte, ist er nicht selbst für Angriff verantwortlich. Ein Dämon namens Reaper war es, der laut verkünden ließ, das Geschehen im Namen von Nemesis. Jedenfalls machen sich noch die letzten verbliebenen Soldaten Drakus auf den Weg, um ihre Freunde und Kameraden zu Hilfe. Zu eilen. Einige Schiffe haben sich bereits ausgefahren, um mit dem Schiffspunkt von Draco vorzudringen. Es waren nicht besonders viele, aber sie kämpfen mit aller Macht gegen diese Dämonen. Dabei scheint der Sieg völlig ausgeschlossen, die armen Männer. Bloß nur ein Schiff mit den letzten Soldaten steht im Hafen westlich von hier und wartet darauf, loszufahren. Draco wird nun, von der Elite der Drachenkrieger bewacht und alle anderen sind fort. Was sind Menschen denn aus der Stadt? Wenn sie unter diese auch angriffen? Nein. Dort verkündet mir bloß die Botschaft, dass ihr Schützpunkt ergriffen wird. Daher machen sie sich sofort auf den Weg, um den Plan in die Tat umzusetzen. Das jedenfalls ist es, was der Hauptmann Drakus mir erzählte, als er in Aufruhr der Stadt ansprach. Eine seltsame Vorgehensweise, sehr typische Pet. Was bringt ihm das Ganze? Ich bin mir sicher, dass er noch irgendwas mehr dahinter steckt, als die bloße Absicht Chaos zu stiften. Nun, eine Kleinigkeit gibt es da noch. Und ich glaube, da ist der springende Punkt. Der Obmann erzählte mir außerdem, dass Pet zurückgekehrt sei. Der angebliche Retter von vor 17 Jahren. Der Typ? Ein Retter? Wo sind die jetzt gelandet? Was normal aus sich hat, weiß ich auch nicht so genau. Immerhin wissen wir, dass Pet und Nemesis eine dieselbe Person sind. Fakt ist jedenfalls, dass die Männer aus Draco Pet vertrauen. Und das ist nicht schlecht für uns. Das ist sehr schlecht für uns. Kurz Erklärung, damit jetzt nicht zu viele Fragezeichen kommen, man sich jetzt zu sehr merken muss. Nemesis ist ja quasi der Dämon, der vor 17 Jahren alles platt machte. Pet ist eigentlich auch der Dämon, nur man einen gewissen Zeit nicht. Und Pet gab sich halt als Pet aus, um damals vor 17 Jahren sagte er quasi, ja, ich mach die Dämonen für euch kaputt, mach Nemesis für euch kaputt, bla bla. Deswegen denken ja alle, dass Pets der Gute ist und Nemesis der Böse und keiner weiß, dass es derselbe ist. Deswegen hat er auch wieder die Gestalt von Pet angenommen und hat dann gesagt, ja, yeah, Dämonen sind wieder da, ich mach's mit euch fertig. Ich weiß nicht, ob das mit Anhängerschüren gemeint ist oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, das ist der eigentliche Grund. Erfahren wir aber noch später im Spiel genaueres. Was hat Pet den Leuten erzählt?
Er erzählte ihnen, dass er sie das schützen möchte und einige interessante Informationen für sie hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zum Problem, warum euch vermutlich die Kafkarianer verfolgten. Peter verkünden lassen, dass Nemesis neue Verbündete hat, die schon bald hier auftauchen werden. Und nun, wenn ich die Bilder der vier Steckbriefen denke und euch gegenüberstehe, hat er damit euch gemeint. Miese Drecksau. Oh nein. Verdammt. Böse Guck. Und das ist sogar, warum wir uns jetzt noch nicht auf den Weg zum Heiligtum der Flaggötter machen können. Kein Weg führt an Draco und an den Drachenfels vorbei. Ihr werdet steckbrieflich gesucht. Die Elite-Drachenkrieger, die in Draco stationiert sind, sind weiterhin Überzahl. Das wäre glatter Selbstmord. Ja, was jetzt? Es wirkt ganz so aus, als ob wir diejenigen versuchen müssen, das Kopffeld auf uns ausgesetzt ist, zu entfernen zu lassen. Aber wir sollen das bloß anstellen. Ich will nicht gejagt werden. Darüber habe ich schon Gedanken gemacht. Und ich habe einen Plan, der funktionieren könnte. Könnte? Tolle Aussichten. Welche Idee hast du denn, Tin? Nun. Ich habe eben erzählt, dass es noch ein Schiff gibt, welches im Hafen ist, das noch nicht ausgefahren ist. Wir müssen irgendwie an Bord des Schiffes schmuggeln, damit ihr euch zum Schützpunkt fahren könnt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Während der Fahrt müsst ihr natürlich anonym bleiben. Euch darf niemand entdecken. Doch sobald wir angekommen sind... Nochmal dasselbe. Danke, dass es einfach so weggegangen ist, aber ich denke mal, er hat sowas wie gesagt von wegen, sollen wir die Dämonen bekämpfen. Und wir werden ihn bekämpfen. Wenn die Krieger von Dracos sehen, dass wir nicht gegen dass wir mit ihnen gegen die Dämonen kämpfen, werden sie die falschen Anschuldigungen eventuell fallen lassen. Eventuell. Das ist der Plan. Seid ihr bereit, das Risiko einzugehen? Gibt es jetzt noch außer Bildschirm? Wir haben keine Wahl. Ach Mann. Danach werden wir es versuchen. Was, wenn es mal gut geht? Ich wünschte, Alex wäre jetzt hier. Kopf hoch, ihr beiden. Bisher konnten wir noch jeder Gefahr trotzen. Fast. Wir sind dem Ziel so nah, wir dürfen jetzt keinen Rückzieher machen. Ist ja gut. Ich war trotzdem, trotzdem nicht wohl bei der Sache. Aber wie genau sollen wir jetzt an Bord schmuggeln? Boat. Schöner Rechtschreibfehler, Sui. Die werden es auch sofort entdecken. Tja. Ihr müsst euch als Nutten ausgeben. Ich werde mich auf den Weg nach Draco machen, der Hauptmann sprechen, der den letzten Trupp anführen wird. Ich werde ihm sagen, dass ich allerdings dafür tun werde, damit ich... Was? Achso, weiter Mitschreiber habe, die uns schützen werden, ja klar. Die Mann ist ja, wenn die Hilfe zusagen. Die Situation ist sehr ernst. Rüstung, Helm, Kleidung, ich werde sie euch für euch auftreiben. Ich denke, es wird eine gute Tarnung sein. Niemand wird euch erkennen. Für die Überfahrt wird es allerdings ausreichend sein. Sobald wir angekommen sind, könnt ihr euch wieder Kampfkleidung anlegen. Oder wieder ausziehen, je nachdem, ne? Eben sollten wir spätestens auch sehen, wer sie im Kampf unterstützt, damit der Plan aufgeht. Seid ihr einverstanden? Wie ich bereits sagte, haben wir eine Wahl? Ich habe verstanden. Sobald ich alles erledigt habe, treffen wir uns erneut hier auf der Brücke. Wartet einfach hier oder vertreibe ich irgendwie die Zeit. Es wird eine Weile dauern. Jedoch werde ich mich beeilen. Doch haltet euch von Draco fern. Sonst wird unser Plan fehlschlagen. Ja, das haben wir schon gesehen. Da waren so ein paar Leutz. Boah, wie lange war die Katzen jetzt insgesamt? 15 Minuten? Länger? Oh. Was passiert wäre, wenn jetzt runtergegangen wäre? Böse Guck. So. Wir können jetzt entweder sofort zurückgehen oder noch ein bisschen, ja, Side-Story machen, kann man fast sagen. Ach, Sumsum. Kein Bock, gegen dich zu kämpfen. Komm her, Sumsum. Wir gehen jetzt nämlich nach oben nach Schatt und, ja, können dann noch ein bisschen Hintergrundwissen erfahren. Denn jetzt sind die Kopfgeldjäger nicht mehr hier, die sind ausgerückt und ja, wir machen uns hier mal so ein bisschen breit. Gesucht, bösartige Schwarzmagierin Rika, dämonische Unterstützer. 200.000. Gesucht, meuchelnde Diebe Merlin, dämonische Unterstützer. 53.000? Lol. Gesucht, blutrünstige Samurai-Lia. 550.000, kranke Scheiße. Hinterhaltige Jägerin Erika.
600.000. Und Achtung, ist drin gefährlich, nehmen Sie es, Dämonenanführer. Ich frage mich, warum man hier die Stecke hier drauf pinselt, wenn hier eh nix los ist. War das hier, wo man irgendwie aufs Dach konnte? Ich habe beim anderen LP gesehen, irgendwie kam man hier aufs Dach hoch. Ah, ich glaube, von oben war das. Eine Truhe, die leer ist. Zitadelle von Schatt. Aber das können wir auf pinseln. So. Defensivknüppel erhalten. Kann man da hoch irgendwie? Ja, man kommt hier noch hoch. Zumindest einen Block. Ach, Quatsch, mit der Truhe hat das anderes auf sich. Ja, ich weiß es wieder. Kurz gucken, ob ich hier oben noch um das Dach konnte. Oder hier oben irgendwie? Nein. Okay, das hat er gefixt gehabt. Es gab irgendwo eine Stelle, da kann man wirklich aufs Dach komplett herumlaufen. Aber das hat er wohl doch gefixt. Okay. Ich glaube, in der Zitadelle gibt es nichts Großes zu sehen. Deswegen beginnen wir mal mit weiterer Story. Warum auch nicht? Abgeschossen. Doch nicht? Oder warte, ist ja doch... Moment, Moment, Moment. Ich weiß, dass man hier auch eine Menge, ja, ich sag mal, Hintergrundwissen erlangen kann, wenn man will. Die möchte ich euch natürlich zeigen. Ich bin manchmal nicht sicher, wo man es genau aktivieren kann. Man kann es überspringen auf jeden Fall. Ah ja, haben wir schon gelesen. Aber ich glaube, es hat dann doch etwas mit diesem Ort hier auf sich. Diese Architektur. Ziemlich an zu Hause. Wie an die Kathedrale von Trüten. Genau, denn ich denke, der Typ ist hier. Wie auch immer er in den Kisten vorbeigekommen ist. Aber danach fragen wir mal nicht. Ach ja, der lustige Ort hier. Eine schöne Orgel. Eigentlich stehen ja keine Noten. Und? Ich habe mir das geschrieben. Will das nicht entziffern? Why not? Huch, falsch. Ich werde es versuchen. Reich der Unterwelt. Reich der Schöpfung. Portal des Diesseits. Die übernatürlichen Reiche der Welt sind nicht für ihn zugänglich. Nur die wenigsten vermögen, die Portale zu öffnen, anzutreten. Das Kristallportal mit dem Weg in einen, den sogenannten Reiche zeigen. Doch vermag sich sie zu öffnen. Schatt, finster Ort der Unterwelt, heilige Götzen der Elemente, bitte zeige uns den Weg. Nur ihr, die Weisen der Dunkelheit, können die Pforte zum geheimnisvollen Reich der Unterwelt öffnen. Tritt den Kontakt ins Zentrum der Zitadelle, um das Portal zu öffnen. Trüten, gesegnete Ort der Schöpfung, heilige Götzen der Elemente, zeige uns den Weg. Nur ihr, die Elemente der Pforten zum heiligen Reich der Schöpfung öffnen. Willen eure Genes im elementaren Zentrum der Kathedrale, um das Portal zu öffnen. Das gleiche wie in Trüten, bloß ist, was ist die Unterwelt zuerst genannt? Das ist also der Ort, an dem das Portal öffnen wird, sobald wir die Göttin aufgenommen haben. Ja, und sonst können wir da eigentlich nichts Großes machen. Nur schon mal quasi geguckt, was hier so ist. Trotzdem, hier ist der Typ immer noch nicht, den ich suche. Entweder triggert sich das gleich, oder... So wie jetzt rausgenommen. Wäre ein bisschen schade. Ich frage mich gerade, hat er den Bug gefixt? Hier gab es einen schönen Bug. Hat er gefixt, okay. In dem älteren Version, auch von dem Let's Player, der es damals gespielt hat, war die Truhe damals immer noch zu und da war immer noch Defensivknüppel da drin. Aber wo Defensivknüppel? Ich habe mir gar nicht angeguckt, was kann der so? Da. Verteidigungswert wird erhöht und die Mentalität. Knüppel hört sich nach Rika an. Ja gut, du hast die Schamanenkeule, die mehr Mentalität bringt, macht mehr... Obwohl, Defensive wird sich ja dadurch auch. Wäre gar nicht mehr so verkehrt, ne, wenn man drüber nachdenkt. Und die physische Verteidigung ist echt nicht gerade berauschend. Nehmen wir es einfach mal. 10 weniger Mentalität, glaube ich, kann nicht mehr... Ja, erlauben.
Ach, jetzt kommt das. Da ist mich wieder nach Hause gekommen. Und im nächsten Part, ja, werden wir eine Menge Hintergrundwissen erfahren. Ich weiß gar nicht, ob das alles in den Part reinpasst. Dialoge. Bis zum nächsten Mal.